So, Alu, alte Socke, wo bist du? Das muss ich gerade mal Alu. Ich glaube, der wird noch im Dings sein, ne? In dem Schocktherapieraum. Bam, badam, babam. Da kommt der nächste Ausgang. Und noch einmal. Und los geht's. Bum, bum, bum. Da kommt der nächste Ausgang. So, einmal hier nach draußen wieder gehen. Ich glaube, jetzt gehe ich auch erstmal ins Archiv. Denn das haben wir uns ja auch noch nicht so genau angeguckt. Achso, ja, ich muss ja hier auf runter gehen. Treppe runter. So. Also. Akten. Gucken wir uns das mal an. Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Wahrscheinlich. Eine Postkarte, ein Lichtschalter, ein Aktenschrank. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Nutzen. Ah, und mal rein. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Der Mann im Bienenkostüm, Adrian. Droggelbecher, Peter, Roti, keine. Fangen wir mit dem Mann im Bienenkostüm an. Vielleicht schreibe ich mir ein bisschen auch was auf dazu. Kann das soll eine Krankenakte sein? Kann ja nicht schaden. Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Also. Mann im, der Mann im Bienenkostüm, ein schwarzes Pony, der erste in der Mannschaft. War das alles? Ich glaube ja. Okay. So, wo haben wir die Akte? Das muss ich gerade mal gucken. Mal gerade einsehen. Mann im Bienenkostüm. Schwarzes Pony, erster in der Mannschaft. Ah, ja, okay. Adrian. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Zweiter im Sport. Okay. Mhm. Dann haben wir jetzt noch Droggelbecher. Mhm. Droggelbecher, Peter und Roti. Okay. Muss ich mich gerade ein bisschen gerade hinsetzen. So, dann nehmen wir uns jetzt einmal Droggelbecher vor. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Dritter im Sport. Und mehr steht hier nicht. Okay. Mhm. Dann gehen wir gleich mal zu Peter. So. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier Vorletzter, nicht. Okay. Und als letztes haben wir dann auch noch den Roti. So, den wählen wir dann auch nochmal aus. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere.
Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, gut. Also, dann haben wir die schon mal fertig. Das wird wahrscheinlich noch wichtig werden, deswegen habe ich mir das nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, das war für diese Therapiestunde oder so gewesen, ne? Das war dafür wichtig. Dann können wir ja mal gucken, ob wir da mal irgendwie was deichseln können. Okay. Also, dann erstmal wieder hochgehen. Vielleicht ist ja noch der Alumann im Elektroschockraum. Müssen wir mit dem nochmal reden, dass er uns nochmal dann ein zweites Mal schockt. So. Das ist mein neuer Kumpel, der Alumann. Er gab mir einen Kleiderbügel und Elektroschocks. Nett, ne? Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Du denkst an Zuckerrohrplantage, europäische Raumfahrtbehörde, ein Parallelogramm, an die Worte Hallodri und Kutsche, an deine erste Zahnspange, an den Bodenfrost. Du denkst an den Indianer aus Moby Dick. Gab es da einen Indianer? Du denkst an deine erste Zahnspange. Ja, fast. Das ist nah genug dran. Also hat's nicht funktioniert. Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Probieren an... Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Du denkst an den Indianer aus Moby Dick. Ja, fast. Das ist nah genug dran. Nee, es hat nicht funktioniert. aber können wir uns dann nochmal auf den Schocker setzen oder nicht? Geht das? Oder? Benutzen hier. Geht das nochmal? Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ja, auch sehr nett gemeint. Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn es geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon-Sammelkarten? Pokémon-Sammelkarten? Wo hat sie das denn jetzt schon wieder ausgegraben? so, ich glaube, genau. Blase ist jetzt hier, genau, und da ist der Schlüssel. Genau, da kommen wir aber jetzt noch nicht ran, da wir noch nicht den Ton haben. Das hatte ja uns der Schlüsselmeister ja auch direkt gesagt. Wir brauchen Ton für die Form des Schlüssels, damit wir uns einen eigenen Generalschlüssel basteln können. Also liegt es gerade daran, dass wir... jetzt wird es gerade wieder ein bisschen hängerig, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Jetzt brauche ich erstmal wieder meinen Kleiderbügel. Das sieht gefährlich aus. Egal. Und ab geht's. Irgendwas müssen wir jetzt machen, damit wir hier zu dieser Therapie kommen. Da kommt der nächste Ausgang. Das war doch hier, ne? Wir müssen noch einen weiter, ne? Ich glaube, ja. Ja, doch, doch, doch. Nee, Quatsch, wir da waren schon richtig. Da kommt der nächste Ausgang. Wir waren doch richtig. Und nochmal. Und los geht's. Wir waren schon richtig in der Etage. Das war ja da auf der anderen Seite vom Speiseraum. Da kommt der nächste Ausgang. So, einmal runter bitte, Edna. Danke sehr. Mal gucken, ob uns das jetzt hier schon helfen kann. Ich glaube aber eher nicht. Ne? Warte mal, wir müssen hier, glaube ich, hier durch. So, hier einmal durch. Ah, nee, doch nicht. War das hier durch? Ah, hier war es, genau. Wir brauchen aber erst so einen Schein von Dr. Marcel, glaube ich. Ne? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen,
Sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Bei den Akten. Wir brauchen ja dieses Formular. Wer braucht die schon? Wir gleich, Edna. Wir. So, warte mal. Nee, ich muss jetzt mal hier wieder durch. Hier war ja die Tür zu der Kantine. Und jetzt hier einmal wieder zurück. So. Dann einmal hier die Treppe hinunter. Ins Aktengrab quasi. Jetzt muss ich hier nur... Machen wir wieder zu. So. Keine Akte einsehen, nein. Eine Notiz, eine Postkarte, Akten, Akten, Akten. Eine Ansichtskarte aus Blatwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Oh Mann, was steht denn hier für eine Notiz? Der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Okay, was steht hier noch? Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Wir müssen dieses Formular ja finden. Nee. Können wir wieder zumachen. Was ist hier? Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Nee. Hier ist es nicht. Ha. Wir brauchen diese Akten. Ich stehe gerade wieder ein kleines bisschen mehr auf dem Schlauch. Wo kriege ich die her? Nee, wartet mal. Ich bleibe nochmal hier auf der Ebene. Und laufe nochmal nach oben. In das Büro von Dr. Marcel. So. Ah, nee. Hier die Treppe rauf. So. Vielleicht hat er hier ja irgendwie... Was? Nee, ein Diplom? Eine Schublade. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ich liebe es. Die Schublade. Nee, nicht die Schublade. Ich schau mal gerade in meinem Möbelguide nach. Nope. Kleiderbügel hängt man nicht in den Schreibtisch. Schade. Ich wollte eigentlich die Schublade. Schublade, Stuhl, Schublade. Da, wartet. Das ist ziemlich frickelig gerade. Ein kleines bisschen. Na. Schreibtisch, Schublade. Nein. Schublade. Machen wir die nochmal auf? Zu. Das macht mich rasend. Hat Hulgor nicht noch irgendwie einen Schlüssel dafür? Mal gucken. Ja, nö, der hängt einfach nur ab. Also, ja, nö. Kann der auch wieder zu. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Das glaub ich wohl auch.
Können wir nicht unser kaputtes Stuhlbein benutzen, also so aufhebeln? Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Aber wir haben ja auch noch das Messer. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Komm schon. Na, ja, wer sagt's voll. Denn? So, Schublade. Offen ist sie, gucken wir mal rein. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Ist da noch etwas mal drin? Mal sehen, was da drin ist. Nichts weiter. Sie ist leer. Schade. Schublade, ein alter Schlüssel. Ein alter Schlüssel. Okay.